fange jetzt mit einer Frage an, die beiden Politiker, sage ich jetzt einfach zusammengefasst, nachdem sie ja auch zuletzt jetzt ihre Statements abgegeben haben und die jetzt noch nicht auf diesen schlauen Zetteln steht. Aber Sie haben ja das, Herr Löwe, Sie haben das ja schön gesagt, also was eben Ihre Aufgabe ist und die des Planes und das natürlich abwägen, das ist eben sozusagen das Grundgeschäft. Und trotzdem ist es ja so, dass man auch eben Prioritäten setzen muss und sonst ändert sich nichts. Wir sehen ja auch die Zeichen der Zeit, da haben Sie auch darauf hingewiesen, ob das immer alles so eben, wie Sie gesagt haben, richtig angekreuzt worden ist oder nicht, ist ja ganz egal. Aber es gibt jetzt also die Biodiversität ist eben ein großes Anliegen geworden und insofern ist das eigentlich hoch zu prioritieren. Und insofern muss man ja irgendwann auch sagen bei bestimmten Dingen, also ja, eben, das geht nicht mehr so wie früher, diese Entwicklung. Ich kann nicht, oder ich muss eben vielleicht auch, Sie haben das Beispiel gebracht vom Gewerbegebiet, ich muss eben vielleicht auch da darauf dringen, dass eben die Qualität der Gestaltung dieser Gewerbegebiete mit Ihrem Parkplatz so besser werden. Das wäre jetzt nur so zum Illustrieren zum Beispiel. Wie packen Sie das an? Jetzt ist bei uns natürlich immer eine ganz große spannende Herausforderung, weil wir in Deutschland, in einem Rechtsstaat, mit ganz vielen Zuständigkeiten leben. Und da, wo wir Zuständigkeiten haben, können wir es auch direkt anpacken. Entweder dadurch, dass wir personelle, finanzielle Ressourcen in Projekte reinmachen, also da auch Großverein ist natürlich auch etwas, was wir mit dem Landkreis finanzieren. Wir haben da viele Bereiche, wo wir im Endeffekt von Aufwertungen, von Ökoflächen, von Vernetzungsströmen, gehen bis zu öffentlich-rechtlichen Bereichen, Ausweisung eines Landschaftsschutzgebietes zum Beispiel, Düngeverbote und so weiter und so weiter. Also wir haben einige Handlungsfelder, für die wir selber zuständig sind, da können wir selber arbeiten. Das zweite ist, der Landkreis ist ja als Unterstaatsbehörde und Kommune so in so einer Zünderfunktion. Er ist ein bisschen weiter weg als jetzt der Bürgermeister, von den Bürgern zwar, aber er ist nicht so weit weg wie zum Beispiel Abgeordnete in Berlin oder die Staatsregierung oder irgendein Ministerium. Das heißt, wir sind in einem ganz engen Austausch. Fast jeder Bürger, der irgendwas will, sei es ein Führerschein, eine Baugenehmigung oder irgendwas anderes, Sozialhilfe, kommt ja zu uns. Damit haben wir also einen großen Zugang eigentlich zu breiten Schichten der Bevölkerung und können den natürlich auch außerhalb unserer direkten Zuständigkeit nutzen, um Informationen zu transferieren. Das machen wir zum Beispiel bei der Abfallberatung. Wir haben die Klimaschutzbeauftragte, die dann auch natürlich Unterlagen machen, auch Messeauftritte in dem Bereich. Wir machen kurze Schulen, versuchen wir mit eigenem Personal und eben dann eingekauften Möglichkeiten, diese Themen zu transferieren. Und dann werden wir als Multiplikatoren, als Werben für eine Veranstaltung zu machen oder als Vernetzungsplattform, in dem wir Partner einladen, um eben diese Themen dann zu besprechen, um die Kreisentwicklung zum Beispiel mit den Gemeinden, die Planungshoheit haben, abzustimmen, dass man darauf aufeinander Rücksicht nimmt. Und zum Letzten ist auch ein Politiker, das bedeutet auch politische Zugänge. Also das Thema, dass wir für Radwege etwas machen müssen, was jetzt Mobilitätszugang ist, da haben wir uns aktuell einen CSU-Parteitagsantrag, der wird ja jetzt in einer Woche behandelt werden. Schauen wir, was rauskommt. Das Thema Neuordnung der Kommunalfinanzen, eben mit einem faireren Ausgleich hinsichtlich des Schwerpunkts auf Gewerbesteuereinnahmen, die man einfach braucht. Mit einer Umlandausgleichsfonds, gerade in Großraum München, wo man sagt, gut, es gibt Bereiche, wo es halt viel Gewerbesteuer, also wir fahren alle durch meinen Landkreis und 100 Meter nach der Landkreisgrenze biegen sie rechts ab zur MRNTU. Die zahlen 800 Millionen Einkommensteuer. Ich habe mit der Landesrat schon mal geredet, also entweder wir machen eine Gebietsreform und das können wir, Bildung nicht heiler, auch wenn sie es unnötig. Ohne die zweite Leistung, müssen halt über den Fonds reden. Da lassen Sie sich mitreden, ist aber schwierig, weil da geht es erstmal um mein Geld und dann muss ich einen Ausgleich geben für was. Aber da arbeiten wir. Da haben wir Projekte wie das Haus, in der Breitenau. Also von ganz oben an Politik, muss man sagen, da wollen wir Änderungen haben, bis hin zu Einzelprojekten. Unten versuchen wir halt, dann politische Mehrheiten zu bekommen. Das Wichtige aber, und das ist auch der Hauptverantwortung, ich habe nachher, ich muss erstmal meine Probleme dann von zu Hause lösen. Also ich brauche ein Gymnasium und da kann ich sagen, also wegen dem Tempo brauche ich jedes Licht. Ich brauche es ganz einfach. Das ist dabei berücksichtigt, ja, aber sie geben es über Seite, aber ich muss Gymnasium da stehen.
Herr Feldermann, ja, es gibt natürlich schon Instrumente, die, ich habe es vorher schon gesagt, dieses Kirchturmpolitik außer vor lassen müssen. Es gibt mittlerweile im Allgäu gibt es Projekte, wo sozusagen interkommunale Gewerbegebiete entstehen. Das heißt, wo eine verkehrsstarke Achse ist, sprich direkt an einer Autobahn, dass man hier diese Situation schafft und die entsprechenden Ausgleichsflächen ganz woanders schafft in anderen Kommunen. Denn es macht ja letztendlich keinen Sinn, wenn man irgendwo ein Gewerbegebiet hinsetzt und dann sozusagen der Lkw-Verkehr oder der Radverkehr durch unsere Siedlungen oder unsere Orte sich wälzt. Und wenn man es direkt an der Autobahn, wo es nach meinem Dafürhalten nach Inkel, wenn man es denn schon braucht, das muss man vielleicht auch mal so in der Form sagen, dass das notwendig ist. Wir haben natürlich immer die Herausforderung, wir haben eine spezielle Herausforderung. Wir sind nach meinem Dafürhalten, und das haben wir am Montag auch unserem Ministerpräsidenten auch so mitgegeben, wir sind eine Region mit besonderen Herausforderungen. So wie in vielen anderen Bereichen auch. Wir haben nicht die Herausforderung, wie jetzt Wohnsiedeln oder irgend sowas hat, wir haben die Herausforderung dieser Region München. Und jeder Arbeitsplatz, der hier geschaffen wird, wir haben eine Vollbeschäftigung, die Leute müssen irgendwo wohnen, die zu uns kommen. Das heißt, wenn ein Arbeitsplatz geschaffen wird, der wohnt nicht hier, der wohnt diesen Arbeitsplatz belegen soll, sondern der muss von irgendwo herkommen. Und dieser Mensch kommt meist oder häufig nicht alleine, sondern kommt auch mit der Familie. Das heißt, wir haben letztendlich die gesetzliche Herausforderung, hier für den entsprechenden Wohnraum zu sorgen. Wie wir das letztendlich dann machen, ob das nach oben geht, die Fläche, die Breite, sonst irgendwas, das ist eine andere Frage. Aber grundsätzlich einmal haben wir diese Aufgabe zu erfüllen. Und solange hier kein Umdenken kommt in der Politik, wo man dann sagt, und das können wir in der kleinen Kommunalpolitik überhaupt nicht steuern, wenn man jetzt sagt, warum investiert man nicht auch einmal in ein größeres Werk in Bereichen, wo die Arbeitsmarktsituation nicht so ist wie bei uns und da irgendwo schafft. Und solange München laufend wächst, werden wir im Umland eine Herausforderung haben, die unglaublich schwer ist, den Bürgern zu vermitteln. Und wenn man heute Umfragen macht, und das wird jetzt zum 15. März gibt es ja die Kommunalwahl, wenn man hier diese Umfrage macht, ob die Leute das noch wollen, dann weiß ich das Ergebnis von vornherein. Aber es ist trotzdem unsere Aufgabe in der Gesetzgebung. Also man muss einfach in die Gemeindeordnung reinschauen, was da drin steht. Und manche Dinge, die machst du, obwohl du es gibt den Begriff des Bauchgrimmens bei uns in Bayern, da muss man sagen, man will es eigentlich gar nicht so umsetzen, aber die Aufgabe ist es, diese zu erfüllen. Natürlich bekam eigentlich ziemlich viel Frage vor seinem Tod. Ich muss auch mal, ich werde erstmal auf Deutsch. Es spricht die Verwendung von Bildungsskizzen nicht der aktuellen Praxis in der Landschaftsarchitekturplanung. Was ist daran innovativ? Warum und wo werden Bilder zu wenig eingesetzt? Wo liegen die Hürden? So I try to do that in English now. So are images or like sketches of landscape as also presented, are they not already used in the current practice of landscape architecture and planning? So what is actually innovative about that? So where and why are images not used? And where are the barriers? Also natürlich wird seit jeher in der Landschaftsarchitektur mit Bildern gearbeitet. Allerdings ist das Fachpublikum meistens der Adressat. Und ich habe heute versucht, eigentlich Beispiele zu zeigen, wo wir in diesen sogenannten transdisziplinären Prozessen, also in denen, wo wir es mit sehr unterschiedlichen, auch fachfremden Akteuren zu tun haben, eigentlich in den Zustand versetzen müssen, dass wir diese komplexen Fragen etwas klarer kriegen. Da ist eine andere Art von Bildern notwendig. Also wenn Sie sich die Bilder angucken, wenn ich diese Bilder von den Flusslandschaften im Münsterland rein in einer Expertengruppe diskutieren würde, dann müsste ich aufpassen, dass die mich nicht so ein bisschen so, ach, der Arme, der kann wohl nicht besser zeichnen. Ja, also der kann keine Computerprogramme, all das käme.
Aber da geht es nicht um eine Fachdiskussion, da geht es darum, sich zu verständigen mit unterschiedlichen Akteursgruppen, wo die Reise hingehen könnte. Eine ganz andere Art von Bildern. Und ich glaube, da ist noch relativ viel Luft nach oben, weil doch sehr viele Beteiligungsprozesse ohne diese Bilder arbeiten. Und damit ganz häufig, wir enden mit unglaublich großen Tafeln voller Post-its drauf, die aber doch leider immer alle nur Text enthalten und uns teilweise nicht weiterbringen bei der Vorstellung, in welcher Landschaft wir eigentlich leben wollen. Dafür braucht es diese Bildkomponente. Und ich glaube, in dem Kontext ist es immer noch zu selten eingesetzt. Und ich glaube auch, dass es im wissenschaftlichen Kontext immer noch so als das nette Add-on, ja, damit der Bericht schön aussieht, gibt es ein schönes Bild vorne drauf, aber dass das auch Ergebnis eines wissenschaftlichen Arbeitens sein kann, auch das ist noch aus meiner Sicht immer nicht so längst überall, hier nickt zumindest jemand, nicht so längst überall angesehen. Ich könnte jetzt noch viel mehr erzählen, aber ich glaube, wir müssen jetzt zu der nächsten Frage kommen. I would like to add to your answer. I think that pictures used in a more interactive way, as you made some sort of remarks on that already, could be very very useful in community-based processes, both for bringing people together, yeah, so connecting people, so you can together they can create their vision of the landscape they have, helped by a landscape architect, I think. So you're good. But you can also use pictures to identify a common vision of the future, or to design a demanded picture of a future landscape. So I would be interested to see a development of where these pictures are really used interactively for different purposes on different moments in the process. That's probably what you say, but I would like to add something like that. Ich habe mich jetzt nicht auf Tweet mit meiner Frage geäußert, aber das passt vielleicht jetzt in den Kontext. Wir haben heute viele interessante Ansätze für Beteiligungsformate kennengelernt. Die Spaziergänge, die Workshops. Wir als Landeshauptstadt München praktizieren das selber gerne oder experimentieren mit. Und gleichzeitig habe ich fast ein bisschen eine Sorge, dass die Strukturen, die uns gegeben sind, das sind noch gar nicht so gut hergeben, vielleicht diese Form von konkreter Projektarbeit mit den betroffenen Beteiligten schon so gut durchzuführen. Einmal kann es zu einer gewissen Überforderung führen, andererseits haben wir administrative Grenzen, die es zu wahren gilt. Wir Landeshauptstadt München können gar nicht so einfach zu einem Mitarbeiter des Landkreises gehen und über das aushandeln. Wir haben ja schon zu beachten, dass es da andere Zuständigkeiten gibt. Trotzdem erscheint es sehr spannend mit dieser Form des Unmittelbaren, wir gehen mal raus, schauen uns was an und entscheiden vor Ort oder experimentieren. Wie schaffen wir die Frage an alle, die politischen Entscheidungsträger, genauso wie die Wissenschaft, wie kommen wir dahin, uns da mehr zu trauen und wie schaffen wir es vielleicht auch, die Landwirte zu gewinnen. Professor Obdam hat heute Beispiele aus Workshops benannt, wo ich mir ein bisschen die Frage gestellt habe, wie kriege ich denn die Eigentümer dazu, dass die ihre Zeit aufwenden, sich in 5, 6 Workshops mit der Verwaltung und anderen zusammenzusetzen und da einen Wert und Gewinn drin zu entdecken? Ja, wie gehen wir auf die letzte Frage ein? Vielleicht, oder machen wir die erste zuerst? Kommen Sie an die Bürgermeister ran? Wie können Sie diese administrativen Grenzen, die es einfach gibt, dann halt auch überwinden oder in den Kontakt treten? Dazu gibt es ja diesen interkommunalen Verein. Ich bin regelmäßig dann halt auch bei euch in München dann halt, wenn es solche Projekte zu machen will, und transportiere im Prinzip die Ideen, die ihr dann halt auch habt oder vielleicht auch die Möglichkeiten, die ihr eröffnet, eben in die Kommunen des Landkreises hinein, auf ganz kurzen Wege, ohne große Konferenzen oder sonst irgendwas. Ich rufe an und spreche mit den Politikern, dann spreche auch vor allen Dingen mit den Verwaltungen.
die es gibt, weil ich genau weiß, wer dort mein Ansprechpartner ist. Das ist ja der Vorteil von so einem kommunalen Verein. Und dann komme ich in Kontakt mit den Verwaltungen dann. Und da kann diese Verwaltung ja verbinden. Bei den Landwirten, Workshops, it's very difficult to make workshops with farmers. Ich habe, ich weiß nicht, in wie vielen Hunderten von Bauernstuben ich in meinem vormaligen Job schon gesessen habe. Und genau das ist der Punkt, es geht um den Dialog. Ich muss direkt mit denen reden. Und dann passiert nicht sowas, wie ich im letzten Jahr bei einer großen Tagung, da ging es ums Moor dann halt auch, Klimaschutz und Moor. Und ja, die Landwirte sollen jetzt nicht mehr intensiv wirtschaften, sondern alles in Grünland umwandeln und möglichst vermessen Unterflüge aufstellen. Sagen Sie das mal, gehen Sie mal zu einem Landwirt, gucken Sie ihm in die Augen und sagen Sie ihm, du hast jetzt zwar mehrere hunderttausend Euro in deine Kartoffelproduktion investiert, aber jetzt grüner mit Muttergewaltung. Das heißt also, dass das ein Prozess ist und das geht nur im Dialog. Ich muss mit den Leuten reden, ich muss nicht frontal diese Forderungen stellen, sondern ich kann sie überzeugen. Und das kann ich halt auch nur machen, wenn ich direkt mit ihnen Kontakt aufnehme. Und vor allen Dingen, es ist ein längerer Prozess und das ist, denke ich mal, das ganz Wichtige. Ja, Kohleausstiegsszenarien, Atomkraftausstiegsszenarien und so brauchen wir auch Umstiegsszenarien für die Landwirtschaft. Da ist die Politik gefordert mit dem Geld und Sie als Wissenschaftler sind gefordert mit alternativen Konzepten, die ökonomisch sinnvoll sind und dieses Selbstverständnis der Landwirte weiterhin berücksichtigen. Sie haben ein Selbstverständnis. Mir ist an mir. Ja, und darauf muss ich ganz einfach eingehen, um das eben auf Augenhöhe ein bisschen Fingerspitzengefühl dann transformieren. Paul, can you, my second, but the first I would be very interested, Paul, because the things that you told us today are almost too nice to be true, so to say. it presented in a very positive way, success stories, I felt at least. Mr. Rosser just talked about, so to say, the real problems and what challenges. And is there something maybe also where we can learn from the Netherlands? Because I think, the Netherlands is always an interesting example, as you are the most densely populated country, so you are totally peri-urban, more or less, in the Netherlands. You are so densely populated, you have a highly productive agriculture, and you have all, maybe you have a different spirit also of dealing with certain problems. Yeah, it's a complicated question, by the way, because there are so many things in it. But to respond to your first comment, was it not a little bit too positive? That's yes, it was, but it's due to the theme that I chose. It was about collaboration. And so I took cases where collaboration became in place, and we have not. But I've not mentioned everything, of course. So I have not told that. In the Gouwe Wierke case, the prophet stepped out because they had a major internal conflict about the aims of nature conservation. So they that's also part of the game. And I've not told that our researchers had done a lot of effort to build trust among those farmers there because they were really angry before we were there. And they did not trust us in the beginning. So you sometimes need a lot of effort to create a dialogue with farmers, and that is a difficult role for a scientist often. So you need to learn that, how to do that. But I left that out because it was not interesting for my talk. I thought. But if I just farmers do not trust policy, and maybe
No, at least not in the Netherlands. And we have a major crisis at the moment, really a major crisis, about nitrate emissions. Because there was a trick being invented by like people in the ministry in 2011-12, and they thought that they could solve the upcoming, everybody could see that it was upcoming, the nitrogen problem that we're creating, because the Netherlands is the second exporter of agricultural stuff in the world, so after the US, just this tiny land. So you say that's because we are importing all the food from elsewhere and then feed it to our cows and chickens and pigs. So and that produces a lot of nitrogen, of course. So there is a moment that it is going wrong. But I thought that they could postpone that or solve that. But the EU has said that this is not a good way, and that was confirmed by the highest court in the Netherlands in May this year. And then it caused a shutdown of all projects in the Netherlands, including all housing, and because nothing could be done anymore. So there was a major crisis there, and we had 10,000 farmers on. In The Hague, demonstrating because they feel like they get the blame now. So I'm not sure whether the Netherlands is a good example of a positive atmosphere. That's what I wanted to say. but there was a major inquiry in earlier this year among farmers, and maybe 80% or so say, of the farmers say, we would like to have it in different. And so we would like to farm in a more sustainable way, but we simply cannot do it because we are so locked up in this system. So, well, we have some things to solve there, and definitely this cannot be done by a local community-based approach. Okay, thank you. I would like to add something because also in Trento we show kind of very good positive results, but also it was made by some process, a process that is ongoing. And for example, the project that we mentioned, Feeding Trento, which is based in the collecting individual farmers or agricultural association or individual people that are cultivating by themselves, starting in a very fighting and conflict way, especially with the municipality. So the university, we trust first of all the university mainly, and we maybe okay, the workshop didn't work with them, but the table, the dialogue tables that which everybody collect the same start to, first of all, they start to know each other because the territories, it's very positive in the sense that support individual entrepreneurship. So there are many people that can have support by doing their activities, but very often they don't know each other. So the first of all, one result was to bring them together and bring them together by sharing their problems. First of all, there's conflict with the municipality. At the beginning, they were very opposite in having the municipality inside the table because they were very fighting against the policy makers and so far and so on. So university somehow was the chain or the bridge that make them collaborate each other's and of course talk with the municipality. And now after 1 year or year and a half, it's a very successful project process, let's say still ongoing, because so far it was more based on involvement project, but now we want to go further by supporting them with real action. And so I think it's, as you mentioned before, it's a long process, but first of all, opening to them, make them, very often we think that we know many things now, the people know already many things, many dynamics, but a very simple action like putting them together and start to work and university, I think this is also an added value that
could combine, no, these very diverse needs and problems, no, somehow to overlap. I wanted to add something to what we had before, how we can get together. And this also matches what Sarah just said, that university can be a bridge, but from my point of view, also funding programs, just like the EU program, can be a huge bridge as well, because you have a safe frame in which you work, and you have that time frame and the limited budget. So both of these forces, both of it forces you to cooperate within 3 years and set something up, and then in case it doesn't work, the project will be finished anyway. So I would say the funding programs, especially the EU funding programs, offer a great chance to test new and innovative actions that you wouldn't do otherwise. And learning from my experience in the city of Munich, there are a couple of activities I wouldn't have been allowed to do within the city administrative structure, but my reason to say, okay, it's an EU project, we can test it, allowed me to do activities I wouldn't have done otherwise. Herr Schürz muss nach bald gehen. So, daher noch eine Frage. Es gab natürlich eine Frage von hier zur Ergänzung. Es gibt eine Ergänzung zur Frage der Dame aus der Münchner Weste. Ich bin mir nicht mehr sicher, welche Frage es war, aber gut. Ist der Ansatz auch geeignet, die größeren Probleme im Raum, Verdichtung, Megastrukturen, Emissionen, Verkehrsdruck etc. anzugehen? So, ich nehme an, es geht um den Ansatz, mit Bildern zu arbeiten. Ist es geeignet, um solche Probleme anzugehen? Also, erstmal sind natürlich die Bilder noch keine Lösung für irgendwas. Aber ich frage mal Aline dann, sie hat eben gesagt, sie wollen im Endeffekt auch die neue Kulturlandschaft erfinden, also den nächsten Schritt. Und die Frage ist halt, die haben mit solchen Akteuren zu tun, wissen die alle schon genau, wie sie sich das vorstellen? Und ich könnte mir vorstellen, dass so Bilder zumindest dabei helfen könnten, sich mal klar zu machen, ist das auch das Bild, was du hast, siehst du das völlig anders? Oder, und dann ist noch lange nicht klar, dass wir auch den Supermarkt, den Sie erwähnt haben, den großen Parkplatz deswegen verhindern. Also es kann durchaus, es ist keine Garantie, solche Bilder einzusetzen, dass alle Planungsstufen der letzten Jahre jetzt nicht mehr vorrangig mit Bildern arbeiten, um Gottes Willen nicht. Ja, aber ich würde schon sagen, dass es eine Möglichkeit ist, sich auch erstmal darüber zu verständigen, was vielleicht eine Perspektive ist, wo plötzlich so Allianzen entstehen, die sind ja auch so schön eben vorgekommen, da verstehen sie plötzlich wieder Leute, wenn der Biber kommt, die sich vorher nicht verstanden haben. Bei dem Projekt im Münsterland waren plötzlich die Naturschützer und die Kanuten, die sich sonst auf viel verrückt bekriegt haben, völlig einig, sie wollten alle den wilden Fluss. Also die Vision Bilder Fluss wollten sowohl die Naturschützer, man kann sich erklären warum, und die Kanuten auch, weil es ja viel spannender ist, dem Fluss zu fahren als den anderen. Also die waren bei jeder Frage, gibt der wilde Fluss hier, bin ich einer Meinung. Das wäre nicht möglich gewesen, ohne dieses Bild an der Wand zu haben. Ob das jetzt deswegen alle Probleme der Lippe löst, bei der Referierung, natürlich nicht. Jetzt gibt es Fragen aus dem Publikum. Ja, Frau Kupsi. Eine zweite Frage, der Begriff Urbanität ist mehrfach gefallen. Ob Sie den nochmal aus Ihrer Sicht definieren könnten. Ich sage es vielleicht gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe die Urbanität zur Urbanisierung gesagt. Ja. Urbanität ist eine Art des Lebensgefühls, Quartier und so weiter. Urbanisierung habe ich als Trend genommen, dass die Menschen einfach in die pulsierenden Städte reingehen und ganz wichtig auch dort bleiben. Der Bürgermeister hat es gesagt, wenn ein Arbeitsplatz entsteht, dann kommt ein Mensch, der diesen Arbeitsplatz besetzt und der bringt am besten oder oft auch immer Familie und Kinder mit. Jemand, der in Rente ist, geht nicht raus aufgrund des kulturellen Angebots, was halt viel, viel größer ist, aufgrund der Sozialstrukturen, die wir dabei haben. Im Endeffekt, also wenn er mal gekommen ist, 30 Jahre später fährt er nicht wieder in seine, keine Ahnung, niederbayerische Heimat, sondern die bleiben halt vor Ort. Das heißt, es wird immer ein Mehr, ein Zug in die
Städte sein, auch andersherum die Wirtschaft, weil man könnte jetzt sagen, Gott, dann sollen halt die Wähler irgendwo nach Unziegel gehen. Die machen das aber auch nicht, weil die befruchten sich selber. Gerade in München und Norden, wo die großen Arbeitgeber sind, mit denen diskutieren wir massiv, weil das Thema Mobilität ist für die nicht nur eine Pendlerfrage, wie kommen meine Mitarbeiter zu mir, und Wohnfragen, wo wohnen die Mitarbeiter, sondern es ist auch eine Logistikfrage. Wie bekomme ich im Endeffekt zeitgerecht die Sachen dahin, wo sie hinkommen müssen? Also die haben ein riesiges Interesse dran, dann heißt es auch, warum geht ihr nach Unziegel? Da ist die Autobahn frei. Da ist alles kein Thema. Dann sagen sie, nee, Unziegel ist für uns nicht das Thema, wenn wir brauchen einmal den Austausch mit anderen, also die BMWler mit den Siemens, die Siemens mit den IBM und die IBMler mit DAC, die wollen ihre Cluster haben, die kommen halt zusammen. Und was auch auf der oberen Firma eben ist, beim Zuliefern, bei der Forschung noch viel mehr. Warum sind die großen Universitäten halt auch alle in einem Umfeld dabei? Also auch die konzentrieren sich im Endeffekt, weil sie sich gegenseitig befruchten. Und dann ist eben die Konkurrenz nicht Unziegel, sondern Bratislava oder Indien oder wo auch immer, wo wir dabei sind. Und wie gesagt, das ist dieser Megatrend. Also die Menschen, ich weiß nicht, wo jetzt der Anfang und das Ende ist, aber es ist einfach ein Megatrend, dass die Menschen sich immer mehr konzentrieren, und das hat mit der Urbanisierung gemeint, da wir natürlich unendlich nach oben gehen können. Frankreich, Paris, London, das sind so in England die schlechten Beispiele, wo sie in diesen Megacities schon gekommen sind. Ich rede gerade nicht von Mexiko oder so, oder von den chinesischen Städten. Aber wir merken es ja auch, wie im Endeffekt die Wohnungsbaukonferenz in München hat nach nichts anderes als, wo kriege ich Wohnraum für meine Bevölkerung her, aus der Landeshauptstadt. Und mit Wohnraum ist halt Mobilität, Infrastruktur, Sozialinfrastruktur und so weiter verbunden. Und das zu verhindern, glaube ich, können die nicht steuern. Vielleicht noch kurz, weil in München wird tatsächlich, hatte man das Bild von Hochhäusern auch in Stadtrandgebieten, was ja zunehmend droht, vor Augen. Und als sie dann sagten, wie sehr sie auch ihre eigene Landschaft schätzen, ich habe auch lange gewohnt, kenne es auch gut, habe ich jetzt dann so ein Bild vor Augen entwickelt. Ja, also oben in Dachau, da schießen jetzt dann auch die Hochhäuser in die Höhe. Also, Beispiel dann verhindern, wenn es eben immer mehr kommt. Also soweit sind wir natürlich, aber es ist ja die Frage, Wachstum nach oben oder die Breite, das wird die Diskussion sein. Und die Diskussion kennen wir, also auch wenn ich ganz oft in den Preisentwicklungsthematik da drin bin, wie hoch darf man denn fußläufig zur S-Bahn bauen? Das sagt man auf dem Land, also so 2 plus B, 3 maximal. In der Stadt Dachau diskutiert man gerade über 4, 5, vielleicht einmal mit der Dominante 7, aber es soll dann singulär sein. Also wir sind natürlich bei dieser 100-Meter-Grenze. Aber dass wir eben nicht mehr die ein-, zweistöckigen, vielleicht mit Dachgeschoss, rein Mieterhäuser oder im Endeffekt dann vielleicht auch die Wohnanlagen der 1990er Jahre, die sind ja so ein Klassiker, 2, maximal ein drittes Geschoss oben drauf, das wird auf Dauer nicht mehr reichen, wenn wir hier nicht in die absolute Breite gehen wollen. Und das ist natürlich dann immer eine Diskussion. Anstatt ist, bin ich ganz bei Ihnen, wenn man sagt, man geht in die Höhe, anstatt in die Breite, aber in München haben wir tatsächlich. Ja, und die Frage der Wege halt. Breite bedeutet viele, viele Wege und Flächenverbrauch. Und gerade wenn ich sage, ich bin fußläufig im Stadtzentrum, wo auch der Supermarkt da ist, eine Nahversorgung muss sich ja lohnen. Sonst habe ich schon wieder Mobilität, dass jemand hinfahren muss. Wenn die zu Fuß gehen können, weil wir halt ein Viertel hat von 10.000 Leute wohnen, dann kann ich 2 Supermärkte haben. Wenn sich 10.000 Leute auf 58 Quadratkilometer verteilen, dann wird es schwer, überhaupt was hinzubekommen. Und ich habe Mobilitätsbedarf bis zum Geht nicht mehr, die ich dann mit anderen was anderem abwickeln muss. Und da muss man halt Kompromisse finden. Und das Große, gerade bei den Gemeindediskussionen, ist massiv bei uns in jeder Gemeinde im Landkreis, wenn es um Neubaugebiete geht, wie dicht und wie können wir unseren Charakter halten, wobei der Charakter nicht nur baulich ist, sondern auch sozial, ganz massiv. Also das Thema, wir haben jetzt immer bei der Freiwilligen Feuerwehr, wir gehen in den Fußballverein, da kommen die ganzen Preußen, weil Preußen jetzt einfach alle heißen, nicht Bayern sind. Das sind ganz, ganz große Diskussionen, die da natürlich auch noch eine ganz andere gesellschaftspolitische Implikation haben. Vielen Dank. Ja, Philipp, oder Joy erstmal, gibt es weitere Wortmeldungen? Und dann Philipp. Mich interessiert jetzt, also ich spreche jetzt in erster Linie wieder die Münchner Vertreter, Binnenvertreter an. Wie machen wir denn nach diesem durchaus erfolgreichen Projekt denn weiter? Das wäre jetzt für mich eine spannende Frage. Wir haben jetzt mit der Frau Draster und der Frau Mertlmeier gefördert durch die EU einfach die Möglichkeit,
Möglichkeit gehabt, da ganz aktiv unterstützend einzugehen und tolle Projekte mit den, ich nenne es jetzt mal Landschaftsvereinen, wenn man das so verkürzt sagen darf, auf die Beine gestellt. Wir hätten durchaus auch die Idee gehabt, noch einmal eine EU-Förderung irgendwie anzuschließen. Da haben wir jetzt noch nichts Konkretes gefunden. Der Herr Feldermeier hat vorher mal angesprochen, dass für den Dachauer Moosverein so ein übergeordnetes Dach jetzt nicht das Ziel wäre, eher rund um München die Dichte der Vereine zu schließen. Ich stelle aber schon die offene Frage, ob es nicht hilfreich wünschenswert wäre, wenn Institutionen, die wir haben, wie die Europäische Metropolregion als Verein oder der Planungsverband als ein Wirtschaftsraum, dauerhaft ähnliche Impulse, wie wir das jetzt konnten mit der EU-Förderung, für die regionalen, lokalen Vereine geben könnte. Das wäre eine Vision, die ich persönlich jetzt durchaus schon erstrebenswert fände. Ich würde gerne den Schwung, den wir jetzt da gekriegt haben, schon gern weiterführen und weiter hinterfüttern mit Mitteln und Möglichkeiten. Darf ich dazu ganz kurz nachfragen, weil mit welchen Mitteln könnte die Europäische Metropolregion München denn das tun? Wir haben jetzt ganz konkret eineinhalb Personalstellen über 3 Jahre. Und das waren Kapazitäten, die Landeshauptstadt München jetzt da reinlegen konnte. Das werden wir nicht dauerhaft so können. Ich meine, momentan, wir sind ganz gut aufgestellt. Wir leisten uns das viel Fachkompetenz zu bündeln, die wir gerne teilen auch mit den Nachbarkommunen. Aber wir haben auch selber sehr viele Aufgaben zu meistern und zu schultern, sodass das in der Intensität, wenn ich ehrlich bin, jetzt nicht so gelingen wird. Ja. Also, dass man nochmal so die grundlegenden Sachen macht, glaube ich, werden wir aus kommunaler Ebene schwer auf die Beine stellen. Wir kämpfen zurzeit massiv darum, dass uns die Ressourcen weglaufen. Ich würde finanziell, muss ich sagen, also die Wünsche und Ideen sind unbegrenzt, aber die Ressourcen nicht. Und gerade auf der kommunalen Ebene, da geht es jetzt nur, oder lesen Sie aufmerksam die Diskussion mit dem Kommunalhaushalt. Wir leben gerade noch in einer Phase der Hochkonjunktur, uns rennen die Ausgaben weg, alles soll umsonst sein, kein Straßenausfallersatz mehr, denn von vorn am liebsten kostenlos, aber dafür 5 Minuten gepackt. Wir haben im Sozialbereich 500 Euro für die Kita, für die Pflege, alles gute Sachen, die dabei sind. Die Entlastungsgesetz für pflegende Angehörige, was uns Milliarden kosten würde. Die Mitarbeiter, gerade in München, wollen dann das Münchenzulagen jetzt bekommen, kostet dann alles auch schon München, glaube ich, 120 Millionen Euro oder so. Also dafür können sie viel solche Projekte machen. Also das Geld fließt gerade nur so raus und wir sehen alle, das wird nicht mehr so sein. Deswegen stehen da alle massiv gerade auf den Bremsen, irgendwas Neues anzufangen. Ihr im Landkreis auch. Die Sachen, die laufen, wollen wir machen. Wenn es einen sinnvollen Andockpunkt gibt, den machen wir auch weiter. Also wir werden jetzt wahrscheinlich ein CO2-Ausgleichsprojekt in Moos mit aufsetzen. Wir werden die Münchner Wohnungsbaukonferenz natürlich haben, rankommen. Wir wollen vielleicht diese IBA, internationale Bauausstellung, machen, wo solche Themen natürlich mit einfließen, da auch mal Geld in die Hand genommen werden muss. Aber die letzten 10 Jahre, die letzten 8 Jahre, haben wir ganz, ganz viel gelebt, weil wir uns leisten konnten. Ich glaube, wir sind in einer Phase, wo wir diese schönen Zeiten uns noch sehnsüchtig zurückerinnern werden. Ja, vielen Dank. Juni ist wieder zwingend. Juni ist wieder ja, für künstliche Intelligenz. Ich überlege auch schon, ganz stark seit heute, wie wir unser Hauptthema und was wir so verarbeiten, da reinklinken können. Aber intelligente Bäume, genau. Also, die Zeit ist fast rum. Gab es da bei Ihnen noch? Nein. Die Zeit ist fast rum. Das Ganze war ja ein Abschluss eines Projektes und ganz, ganz maßgeblich dafür, dass dieses Projekt überhaupt ins Leben gerufen worden ist, warst du, Silvia. Insofern übergebe ich dir jetzt das Mikro für die letzte Frage. Sehr nett, danke. Ja, nicht alle meine Kolleginnen und Kollegen sind so happy, weil ich sie mit dem Wunsch, EU-Projekte zu machen, beglücke. Wenn der Philipp am Anfang nicht dabei gewesen wäre und das Kloster aber auch erfunden hätte als Begriff, dann gäbe es das alles nicht.
Aber das bringt mich vielleicht auch gleich zu meiner Frage. Ich denke, das, warum das Projekt gut war und was es gezeigt hat, war, wie, was geht, wenn man gemeinsam zusammenarbeitet, wenn sich wirklich viele engagierte Partnerinnen und Partner aus ganz verschiedenen Bereichen einsetzen in der Zusammenarbeit, aber dann auch jeweils in ihrem eigenen Bereich. Und ein Partner, der mir jetzt gerade fehlt, ist der Freistaat, den wir ja eigentlich bei der Moos-Konferenz auch an Bord hatten. Und wir werden ja weiterhin über die Arbeitsgruppe der Äußerung mit dem Freistaat in Kontakt bleiben. Und vielleicht sollten wir diese Schiene auch nochmal nicht aus den Augen verlieren und nutzen und hoffentlich auch offene Ohren beim Freistaat finden, um vielleicht die eine oder andere Anschlussaktivität mal mit dem Freistaat gemeinsam zu realisieren, und dann wird es sicherlich auch wieder mal andere Möglichkeiten geben für die Projekte. Also herzlichen Dank an alle, die sozusagen die Idee, die bei mir im Kopf war und beim Philipp und bei vielen anderen geholfen haben, Realität werden zu lassen. Danke. Danke für den langen Nachmittag, den Sie bei uns verbracht haben. Ich hoffe, es hat Ihnen auch etwas gebracht, die Erfahrung aus unserem Projekt und aus anderen Projekten mitzubekommen. Danke natürlich für Ihre Inputs, die Perspektive hier aus der Region. Und vielen Dank auch für die wissenschaftlichen Beiträge von Paul, Obdam, Sarah Fabricciotti und anderen, die den ganzen Tag heute letztendlich gestaltet haben. Und ganz abschließend möchte ich nur noch sagen, einfach nur mal aus meiner Perspektive. Es war ein super Projekt für uns auch. Es hat eine Zeit lang gedauert bei mir, bis ich es verstanden habe. Weil das Projekt nicht so, das ist bei europäischen Projekten eigentlich immer so, es hat eine sehr langsame Anlaufphase. Es sind so viele Partner dabei, so viele unterschiedliche Auffassungen, was man tut, so viele unterschiedliche Motivationen auch. Wenn ich jetzt den Output sehe, denke ich, das war richtig toll. Und es gibt auch für jemanden, also wir machen auf unterschiedlichen Ebenen Forschung von Dingen, wo wir versuchen, bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft so die reine Forschung sozusagen, das ist nicht so, aber ich versuche es jetzt mal so ein bisschen so einzuordnen, zu machen, bis eben zu solchen sehr angewandten Projekten. Es war aber das erste Mal, dass wir so ein Interreg-Projekt gemacht haben. Ich fand es wirklich sehr befruchtend, auch für uns als Lehrstuhl der Landschaftsplanung vertreten soll, weil wir alles, was jetzt dokumentiert ist, also auch vieles andere, aber nur das, um das zu sagen, alles, was jetzt dokumentiert worden ist, da in dieser Toolbox oder wie immer die Produkte dann heißen, das ist Landschaftsplanung letztendlich. Das sind Werkzeuge der Landschaftsplanung. Das ist eben, und das sind neue Instrumente, dass die Gedanken ein bisschen weiterbringen, die aber auch ganz praktisch einem vielleicht helfen, irgendwie Probleme zu lösen. Also wie kann ich besser mit Bürgern in Kontakt kommen, Dialoge eröffnen und ähnliches mehr, die uns auch wirklich weiterbringen. Insofern war das für uns auch ganz, ganz wertvoll, mit dabei zu sein. Und ja, jetzt schaue ich mir die Silvia an, aber genauso können wir natürlich Franziska angeschaut haben. Ich wollte mich noch ganz herzlich bei der Martina bedanken, im Namen der Landeshauptstadt jetzt mal, weil ohne die Martina und in den letzten Phasen auch ohne den Nuria wäre gar nichts gegangen. Also deine Mitarbeiterinnen, die sind auch unglaublich motiviert und haben unglaublich dazu beigetragen, dass es geklappt hat.